Showday. Der finale Showdown, der letzte Wettkampf, die SNBF Schweizer Meisterschaft. Heute ist der große, der letzte Tag. Heute wird abgerissen. Ich habe richtig Bock, die beste Form jemals auf die Bühne zu legen. Richtig Bock auf ein gutes Placing. Denn heute, ja, wir starten wieder gegen Leute, die 3 Jahre älter sind, 3 Jahre mehr Trainingserfahrung haben und vielleicht schon 3, 4, 5, 6 Mal auf einer Bühne standen. Aber es ist egal. Heute wird abgeliefert. Bevor abgeliefert wird, wird sich Rice Pudding gegönnt, weil Rice Pudding einmal das perfekte Meal für vor der Show ist, weil es schnell, leicht, gut verdaulich ist. Also nicht im Magen sein wird dann auf der Bühne, was nicht so optimal wäre. Fucking lecker ist, eigentlich ist es egal, aber das ist halt geil. Sag ich dir ganz ehrlich. Und ja, weil es auch noch schnell zubereitet ist. Auf jeden Fall ist der Rice Pudding schon gemacht. Aber jetzt kommt der Whey Drip drüber. Let's go. Whey Drip. Wenn ich mir hier meinen Rice Pudding aus, ich glaube, das ist zwar eine Katzenfutterschüssel oder so, gönne. Ja, will ich an dieser Stelle nochmal sagen, es war einfach krass, diese Wettkampftätigkeit. Es war einfach ein unglaubliches Erlebnis und ich werde das wahrscheinlich, vor allem diese Prep. Ich denke nicht mal, dass das Ausschlaggebende, die Wettkämpfe, ich habe jetzt schon 2 Wettkämpfe gemacht, das hier ist der dritte und letzte Wettkampf, den ich mache. Ich denke nicht, es ist nicht mal der Wettkampf, der das Spezielle ist. Der Wettkampf ist natürlich so dieser Abschluss, aber das, wo ich wirklich viel mitnehmen durfte, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich diese Lektion mitnehmen durfte, ist die Wettkampftätigkeit. Denn so etwas Hartes habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Das habe ich wirklich an meine Grenzen gebracht. Jeden Tag. Ich wollte aufgeben. Ich hatte wirklich viele Gedanken, ich hatte viele Sachen, wo ich einfach so, ich kann das nicht mehr. Ich bin ihm nicht gewachsen. Ich hätte niemals gedacht, dass das jemals so weit kommen wird. Ich bin reingegangen mit der Einstellung in diese Wettkampfvorbereitung. Ich reiß das ab, ich mache das, ich bin Macher. Viele sagen zwar, es ist hart, aber ja, ich glaube schon, dass es hart ist, aber ich kann das. Schlussendlich, ja, ich kann das. Ich habe es jetzt bewiesen. Ich kann es. Ich habe es mir. Ich habe es euch bewiesen. Aber ich bin wirklich hart an meine Grenzen gekommen. Und für alle, die jetzt fragen, wie hast du das denn durchgehalten? Das ist natürlich so ein Mindset-Dinger, was mir da geholfen hat, was euch potenziell auch helfen könnte. Ich habe in meinem Kopf die Option nicht gehabt, aufzugeben. Es war für mich nie ein Ding, oh, jetzt diese Schokolade hier zu essen, oh, jetzt das Cardio nicht zu machen. Das könnte ich eigentlich schon machen. Nee, es war für mich gar keine Option. In meinem Kopf war nur, ich muss das machen. Ich darf das nicht essen. Ich hasse mein Leben zwar jetzt, weil ich dieses Cardio machen muss. Ich hasse mein Leben zwar jetzt, weil ich mich scheiße fühle, weil ich keine Energie habe, weil es mir dreckig geht, weil ich nichts essen darf, aber es gibt keine andere Option. Es gibt kein ich skip's, gibt kein ich cheate. Und weil ich mit dem Mindset die ganze Zeit durchgegangen bin, das ist, glaube ich, der einzige Grund, wieso ich das durchgehalten habe. Ah ja, jetzt wird sie hier Rice Pudding gegönnt. Mmh, ultra geil. Das Ding heißt nicht ohne Grund Ultra Rice Pudding, weil es ist so ultra wild. Am Wettkampfort angekommen, sehen wir hier schon davor, vor dem Wettkampf. Erstens ist hier schon eine Trophy, weil die Damen, die sind schon am Vormittag gestartet. Und da sitzt eben verlegen eine Dame, die sich einen ersten Platz geholt hat. Dieser Trophy hier sieht sehr schön aus. Auf jeden Fall rieche ich hier auch schon Bratwurst. Daran merkt man, dass wir in der Schweiz sind. Egal, wo man eigentlich ist, es gibt aber immer irgendwelche Schweinswurst. Aber jetzt geht's zum Training. Wir kriegen nämlich nochmal Farbe drauf. Gestern haben wir ja schon Farbe drauf gekriegt. Jetzt wird uns auch noch Farbe in die Fresse geklatscht, weil wir sind noch ein bisschen weiß. Ich glaube, alle von euch, die von mir das Showday-Video, das erste an der WNWF gesehen haben, ihr merkt, wie viel gelassener ich bin. Ich bin eigentlich jetzt irgendwie viel entspannter. Das ist was Gutes, weil das ist gut für die Form, denn wir wollen am Wettkampf möglichst wenig Stress haben, möglichst entspannt sein. Also, es ist ein gutes Zeichen. I'm here for the training. Jeremy, Wiederkehr. Okay, you can go. Okay, thank you. Aber jetzt muss ich noch mal gleich noch schnell holen. Jeremy wieder hier. Du hast 52. Also viel Erfolg. Danke vielmals. Hier sind schon die anderen Athleten hier, meine Konkurrenz. Neben den Leuten werden wir jetzt dann gleich auf der Bühne stehen. Ich habe es mir hier bequem gemacht. Wir haben eine Stunde vor dem Wettkampf. In einer halben Stunde gibt es den Crank Pump Pro, worauf ich Bock habe. Der Zeug ist erstens lecker und zweitens gibt es uns einen fetten Pump auf der Bühne. Wird geil, wird geil. Ich sehe hier jetzt schon ein bisschen die anderen Athleten. Die sehen nicht schlecht aus, aber wir sehen auch nicht schlecht aus. Ich bin gespannt. Wir gucken jetzt das erste Mal vor der Bühne direkt die Form an. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wir sind schön voll. Trotzdem trocken, würde ich sagen. Das ist gut. Beim letzten Wettkampf sind unsere Beine ein bisschen zugelaufen gewesen. Jetzt hoffen wir, dass das jetzt heute nicht der Fall ist. Ist auf jeden Fall, ja, nicht perfekt. Aber besser, besser. Ihr seht hier auch schon mal ein bisschen die anderen Athleten. Bin gespannt. Aber jetzt, ja, scheiß drauf, wir keine Zeit mehr verlieren. Jetzt müssen wir pumpen, Alter. Yeah, I better myself. Yeah, I better myself. I don't need you, I do it myself.
let's go. Okay, dream so big that they think I'm crazy. Let out the beast, no, they can't tame it. Don't play with me, better mind your business. I cannot stop now, I ain't finished. I'ma keep on going till I got that. Okay, the way that I'ma do it, they can't top that. No way. Critics try to hate, but I don't talk back, I know that. Plotting on the kid with the bull, tell him all that. I'm the one that I'ma gamble on, I ramble on. I'm about to get my ramble on. And I'm the one they really couldn't get a handle on. They went and see they missed the boy, they get a tantrum on. And I know, they never thought we would make it. On the dogs, it wouldn't be gable. Labels gon' ask what we bring. Zweiter Platz an der Schweizer Meisterschaft mit 16 Jahren. Es ist ein geiles Gefühl, ich sage euch ganz ehrlich, es gibt nicht viele Sachen in meinem Leben, auf die ich stolz bin. Aber dass ich diese Wettkampfvorbereitung durchgezogen habe, kein einziges Mal gecheatet habe, einfach gemacht habe, einfach gefucking gemacht habe, da bin ich stolz auf mich selbst. Bin ich euch ganz ehrlich, bin ich euch wirklich ganz ehrlich. Und auch auf die Platzierung, natürlich wollte ich den ersten Platz holen, natürlich habe ich mir gedacht, wo dann mein Name aufgerufen worden ist bei... Und der zweite Platz geht an Jeremy wieder. Oh, ich denke, oh, Mann, schade. Er hätte es eigentlich auch den anderen jetzt dran nehmen können und mir das goldene Ding geben können. Ich sage ja ganz ehrlich, ich bin zufrieden mit dem Placing. Ich finde, es ist fair. Der Platz Nummer 1 war mehr conditioned, mehr shredded, hat den Peak besser hingekriegt. War auch, ich habe mit ihm geredet, richtig korrekter, richtig geiler Typ. Ich bin glücklich mit meiner Platzierung. Ich bin happy mit dieser Wettkampfvorbereitung. Ich bin unglaublich dankbar für die Sachen, die ich lernen durfte. Und vor allem bin ich auch unglaublich dankbar für den ganzen Support, den ihr mir geleistet habt, weil es ist einfach unnormal. Und der geilste Teil davon ist wirklich, also der geilste Teil an meinem Beruf, ich mache das ja
Profi dieses Social Media Ding hier ist, wenn ich Nachrichten von euch kriege. Ich kriege so viele Nachrichten aktuell von euch, Kommentare oder Insta-Nachrichten. Ey, du motivierst mich, ey, du hast mich inspiriert wegen dir. Kriege ich es wieder hin, konstant ins Gym zu gehen. Deine Instagram-Stories da, die helfen mir so, oder deine YouTube-Videos, die motivieren mich, ich gucke die beim Cardio. Das ist einmal so unglaublich schön für mich. Das ist der Grund, wieso ich das ganze Social Media-Ding gestartet habe, weil mir hat das aus Tiefphasen rausgeholfen. Ich hatte schlechte Phasen, ich hatte schlechte Gedanken und da auch mit Gedanken gespielt, über die ich gar nicht reden will. Und andere Influencer haben mich halt aus dem rausgebracht. So Fitness-Influencer, Grüße gehen raus an Leute wie Okan, Flo V oder noch ein paar andere, aber dass ich jetzt in der Lage bin, das für gewisse von euch zu tun, das bedeutet mir einfach unglaublich viel. Also danke, dass ihr mir ermöglicht, dass ich das mache. Und ja, jetzt geht's in fucking Aufbau. Ich hab so Bock. PRs, Kraft im Training, Energie und ich muss nicht mehr 21 Gramm Rice Pudding am Morgen essen. Ich habe jetzt dann bald wieder die Energie, um mich nicht 2 Minuten drauf zu fokussieren müssen, dass ich aufstehe, weil ich einfach wieder Benzin in mir habe. Das ist cool. Darauf freue ich mich und ich freue mich auf die kommenden Videos. Also, haut rein, folgt rein und peace out.